Der Mond ist abgestiegen, die goldenen Sternlein schwiegen, am Himmel hell und klar. Berlin hart, schwarz und schweiget, und aus der Gruft heraufsteiget der rote Olaf. Wunderbar. Im Bundeskanzleramt brennt noch Licht. Doch die Koffer stehen schon vor der Tür. Mutti Angela räumt mit Hilfe ihres langjährigen, sie quälenden Schwesternparteifreundes Horst ihre Räumlichkeiten. Doch da steht noch eine letzte Sache im Raum. Horst, Horst! Ja? Horst, hast du den Fotoapparat eingepackt? Wieso? Es ist keine Urlaubsreise, die wir da machen, Angela. Es ist deine Abreise. Schon, aber ich würde mich, wenn du mich schon auf meinen letzten Weg hier begleitest, dann würde ich gerne hier noch ein schönes Abschiedsfoto schießen. Letzter Weg? Das klingt ja fast, als lägst du morgen schon unter der Erde. Ach so, ein Unsinn. Ich hab schon ganz andere Sachen überlebt. Wirtschaftskrisen, Flüchtlingskrisen, Schwarzgeldskandale. Mich haut so schnell nichts um. Ich hab angefangen als die Zuckerpuppe aus der Schwarzgeldtruppe aus der Union und bin viele Ämter und viele Leichen weiter nur die beliebteste Frau Europas geworden. Erinnere mich bloß nicht daran. Trotzdem, das hier ist mein allerletzter Weg aus dem Kanzleramt, den ich nun beschreite. Zusammen mit dir, Horst. Du, der schon seit über 20 Jahren, wenn auch mit Unterbrechung, an meiner Seite standest. Es waren nicht immer leichte Zeiten. Guck mal auf die Uhr, Horst. Los, wir müssen, es ist Zapfenstreich. Das sage ich doch die ganze Zeit schon, Mensch. Weißt du, welches Lied ich mir gewünscht habe? Auferstanden aus Ruinen. Wie kommst du denn darauf? Das ist jetzt die neue Parteihymne, die Hoffnung spenden soll. Das Lied singen seit Ende September der Laschet und die anderen CDU-Hanseln. Ach so. Nee, ich hab mir Time to Say Goodbye gewünscht. Ich mir auch. Ach, dieses Büro wird mir fehlen. Und ich bin mir sicher, der Bürger wird mich ebenso sehr vermissen wie ich ihn. Das hängt ganz davon ab, wie die Ampel jetzt demnächst regieren wird. Weißt du was, Horst? Weißt du, was ich jetzt mache? Was? Ich fange an zu rauchen. Tabak oder härteres? Ist der Abschied jetzt wirklich so schlimm? Ach, wo? Ich fange an zu rauchen und ich werde Elder Statesman. Und dann werde ich schon bald mit der Lizenz zum Rauchen als Altkanzlerin in allen Talkshows zu sehen sein. So bleibe ich dann auch dem Wähler in aller Omnipräsenz erhalten. To Felix Germania. Komm, Horst, mach's Licht aus. Der Fahrer wird ungeduldig. Ja, ich bin es nicht, der die ganze Zeit schon hier rumtrödelt. Moment, eine Sache wäre da noch. Was? Wir müssen noch wem gratulieren. Was redest du auf einmal, Angela? Wem? Ach, nur so ein kleiner Kommentator im Internet, der seit Jahren ständig sich über mich lustig macht und versucht, mich aus humoristischen Gründen zu imitieren. So wie viele andere halt auch. Wirklich originell, denen fällt auch nichts Neues mehr ein. Ach, und von welchem Kommentator sprichst du? Also der Kerl nennt sich Onkel Hirnis Freund und der hat soeben die 700 Abonnenten-Marke geknackt. Das finde ich irgendwie putzig, deshalb will ich ihm gratulieren. Gut, dann meinetwegen gratulieren wir dem Leftutti mal und dann gehen wir los, wir müssen. Ja, alles Gute, Junge, mach so weiter, musst halt jetzt jemanden anderen finden, den du nachäffen kannst. Ich bin doch mal weg, aber ich werde unvergessen sein. Das fürchte ich auch. Tagen wie dir.
Na, da haben wir ja die Bescherung. Hey, ich sag vielen, vielen lieben Dank, Leute. Danke, die 700-Marke ist geknackt. Und Dank auch an die alten Hasen, die wissen, warum sie meinen Kanal mögen, die da mit ihren Spaß haben. Und auch ebenso ein freudiges Dankeschön an die ganz neuen Abonnenten, die noch nicht so richtig wissen, worauf sie sich hier eingelassen haben. Und ich hoffe für sie, dass sie sich hier gut zurechtfinden werden und dass sie hier einiges finden werden, was ihnen gefällt oder vielleicht auch, was ihnen nicht gefällt. Hab mir jetzt nicht vorgenommen, für das Knacken der 700er Marke mir irgendwas Neues auszudenken, was ich auf diesem Kanal ab sofort als Format einführen werde. Weil ich bin zufrieden, so wie es ist. Also ich habe hier viele verschiedene Themen, viele verschiedene Sparten. Und auf diese Art und Weise wird mir halt nicht langweilig auf diesem Kanal. Und so soll es auch bleiben. Bedeutet im Klartext, es wird auch weiterhin die üblichen Antwortvideos und die üblichen satirischen Kommentare in verschiedenste Richtungen und zu verschiedensten Themen geben. Weil nur ein einziges Dauerthema auf diesem Kanal, das würde mich dann doch recht schnell anöden und ich glaube euch auch. Die thematische Abwechslung ist das, was ich so angenehm finde, dass ich es beibehalten möchte. Auch wenn es sich nicht vermeiden lässt, dass es doch trotzdem immer wieder Themen gibt, die immer, immer und immer wieder kommen. Aber ich glaube, das Kanalproblem haben viele. Aus demselben Grund wird es auch weiterhin immer mal wieder Sachvideos geben, entweder zu historischen oder zu wissenschaftlichen oder philosophischen Themen oder zu politisch-juristischem Gedöns. Was die Sachvideos angeht, die kommen halt seltener, weil sie sind viel mehr Aufwand als die üblichen Videos. Es macht Spaß, solche Sachen selber zu erzählen, mit eigenen Worten zu formulieren und auch zu interpretieren, wenn nötig, weil man versetzt sich dann einfach in die Geschichte, die man da erzählt, rein und kommt teilweise zu ganz neuen Gedanken und Sichtweisen, die man so vorher noch nicht gehabt hat, einfach indem man sowas selber formuliert. Ach ja, und Parodien wird es natürlich auch weiterhin künftig geben. Jetzt ist mir ja mit der Merkel leider ein fetter Fisch durch die Lappen gegangen. Aber ich denke mal, es wird dafür reichlich Nachschub geben, auch Olaf Scholz, dessen Stimme ich, glaube ich, jetzt nicht imitieren kann. Es ist mir jetzt nichts so Besonderes an seiner Stimme aufgefallen, das imitierenswert wäre. Aber ich denke, wir werden auch so genug Steilvorlagen für Videos von ihm bekommen. Wie dem auch sei, mit der bleiernen Kanzlerin ist mir eine wichtige Steilvorlage verloren gegangen. Aber ich glaube, ich werde es verkraften und das auch ohne Alkohol. Lang lebe Angela Merkel. Jetzt ist es ja wurscht, sie ist sowieso aus dem Amtssessel, deswegen kann ich das ihr auch wünschen. Möge sie in Frieden ruhen. Betonung liegt auf ruhen. Was die Produktionsweise und die Machart meiner Videos angeht, so dachte ich kurz auch, dass ich vielleicht zum 700-Abonnenten-Special so eine Art Making-of produzieren könnte. Aber die Idee habe ich dann recht schnell wieder verworfen, weil es da einfach nichts zu sehen gäbe. Ich habe technisch einfach nichts drauf, deswegen nutze ich für meine Videos die simpelsten Programme, die es so gibt. Programme wie OBS oder ein Standard-Upload-Programm und dann eben das ziemlich idiotensichere Schnittprogramm Wondershare. Diese Programme leisten für mich zufriedenstellende Dienste, weil sie haben die Effekte, die ich immer haben wollte, zu bieten. Sie haben die Werkzeuge, die ich immer haben wollte und sie sind einfach in der Bedienung so idiotensicher, dass sogar ich das hinkriege. Damit inhaltlich in meinen Videos jetzt auch nicht allzu oft was schief geht, brauche ich natürlich beste Informationsquellen. Deshalb kommen bei mir auch wirklich nur vertrauenswürdigste und seriöse Internetmedien als Recherchequelle in Frage und nichts anderes. Außerdem schreibe ich mir, wenn wir schon gerade dabei sind, zu beschreiben, wie ich so meine Videos mache. Ich schreibe mir meistens, nicht immer, aber meistens ein Skript oder wenigstens ein paar Absätze, um erstens keine wichtigen Infos zu vergessen, die ich erwähnen wollte, und um zweitens die Pointen, wenn welche im Video vorkommen sollten, mir auch vorher ausdenken zu können und sie auch nicht zu vergessen, weil es wäre halt schade, wenn ich mir eine gute Pointe ausgedacht hätte und dann habe ich sie vergessen, weil ich das alles nur Freestyle mache. Wo ich dagegen kein Skript brauche, ist, wenn jemand mir witzefrei Haus liefert, wie zum Beispiel ein Attila Hildmann, bei dem ist es einfach so, wenn man sich über den lustig und schlapp lachen kann, dann kann ich eigentlich seine eigenen Videos völlig unkommentiert abspielen lassen. Das klappt auch so. Der Typ serviert einem die Pointen, die man über ihn machen will, schon auf dem Silbertablett.
wenn er mir zum Beispiel erzählt, dass er vorhat, falls sie ihn verhaften und in den Knast stecken, dort ein Buch zu schreiben. Was will ich da noch dazu sagen? Der Typ ist schon gar nicht mehr satisfaktionsfähig. Den einzigen Nachteil, den das Skriptschreiben hat bei den Videos, wo ich ein Skript habe, das ist meine ungünstige Angewohnheit, sehr, sehr, sehr gerne Schachtelsätze zu schreiben. Und mit denen tue ich mir dann auch wiederum schwer, diese überhaupt zu lesen. Das klappt dann erstmals beim fünften Anlauf. Außerdem bin ich mir dann auch, wie ich die Sache betonen will, da bin ich mir dann oft nicht so sicher. Und dann probiere ich oftmals einen und denselben Absatz in 5 verschiedenen Betonungen aus, bis ich endlich zufrieden bin. Bis ich endlich zufrieden bin und das Ding dann so zurechtschneide, dass das Ding, das dann am Ende dabei rauskommt, das Ding, das ihr dann seht, das ich hochlade, dieses Ding ist dann oftmals nur ein Drittel so lang wie das ungeschnittene Teil, das ich vorher aufgenommen habe. So, wenn das Ding aber im Kasten ist, dann lasse ich sicherheitshalber, weil YouTube hat ja wieder mal seine Richtlinien verschärft, dann lasse ich es sicherheitshalber nochmal auf diskriminierende Inhalte prüfen, weil wir wissen ja, Witze über Attila Hildmann zu machen, schon das kann Hate Speech sein. Deshalb ist sicher sicher und dann läuft einfach mein Video nochmal so eine Prüfung durch und ich schaue einfach, ob meine Videos irgendwie diskriminierend sein könnten. Also da habe ich dann so einen Frauenbeauftragten, der das noch kurz checkt und dann natürlich noch einen Hate Speech Experten. Ach ja, und dann natürlich noch einen Antisemitismus Beauftragten, ganz wichtig. Und dann könnt ihr es genießen, falls ihr sowas genießt. Besonders zur Geltung kommen die Videos natürlich dann, wenn ich sie zum Wochenende hochlade. Darum mache ich das. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, es ist für mich immer ein Highlight, mir zum Frühstück am Samstagmorgen eure Kommentare zu gönnen. Ja, wirklich, das mache ich so. Ich gucke mir zum Frühstück, wenn ich morgens am Samstag aufstehe, dann immer eure Kommentare an. Und das ist einfach für mich das übliche Samstagmorgen-Ritual. Damit gibt es eigentlich zu dem, was und wie ich meine Videos produziere, eigentlich nichts weiter mehr zu sagen. Ich komme gleich zu den Zuschauerfragen, die mir gestellt wurden, um die ich gebeten habe. Aber vorher, ich muss mich ja auch irgendwie ein bisschen finanzieren. Es tut mir wahnsinnig leid, aber es gibt zum ersten Mal Werbung in diesem Video. Schaltet bitte nicht ab, schaltet nicht ab. Es geht gleich weiter. Es sind nur 2 Spots und wenn es blöd geht, kommen noch Breaking News dazwischen. Aber ansonsten, bitte. Jetzt einfach Werbung. Neu, lehrreich und ausgesprochen hörenswert. Hier ist für Sie De Jure, das Hörbuch. Hören Sie und genießen Sie die Grundlagen unserer rechtlichen Gesellschaftsordnung, wie Sie sie noch nie erfahren haben. In der diesjährigen Kollektion haben wir für Sie 4 Gesetzbücher, alle gelesen von prominenten unvergesslichen Stimmen. Hören Sie zum Beispiel, Marcel Reich-Ranicki liest für Sie das bürgerliche Gesetzbuch. Paragraph 433 BGB Absatz 1. Durch den Kaufvertrag wird der Verkäufer einer Sache, siehe Paragraph 90, verpflichtet, dem Käufer die Sache zu übergeben und das Eigentum an der Sache zu verschaffen. Persönlicher Einschub, das ist dann der Fall, wenn 2 übereinstimmende Willenserklärungen nach Paragraphen 145 fortfolgende BGB vorliegen. Der Verkäufer hat dem Käufer die Sache frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen. Absatz 2. Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen und die verkaufte Sache abzunehmen. Oder hören Sie das Sozialgesetzbuch Bände 1 bis 12, gelesen von Gerhard Schröder. Na, dann wollen wir mal, Kinders. Paragraph 19, Sozialgesetzbuch 2, Absatz 1. Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, abgekürzt ELB, erhalten Arbeitslosengeld 2, jährlich. Das hab ich damals eingeführt.
nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben, erhalten Sozialgeld, soweit kein Anspruch auf Leistungen nach dem 4. Kapitel des 12. Buches bestehen. Nee, solange sie keinen Anspruch nach dem 4. Kapitel nach dem 12. Buch haben. Okay, sorry, das kapiere ich nicht. Die Leistungen umfassen den Regelbedarf, Mehrbedarfe und den Bedarf für Unterkunft und Heizung. Ey Mann, das ist ja gar nichts. Ey Mann, was soll das? Jetzt gib dir doch mal eine Kiste Bier, sonst streik ich. Hören Sie diese und noch andere Gesetzesbücher, wie Sie sie noch nie zuvor gehört haben, und greifen Sie zu! Genießen Sie das deutsche Recht wie noch kein Mensch zuvor! Rufen Sie jetzt an und sichern sich diesen Trumpf aus dem Hörsturzverlag! Wenn Sie noch im Laufe des Tages und noch vor der juristischen Sekunde anrufen, erhalten Sie gratis von unserer Schwesterfirma BGB der Film als Blu-ray. Greifen Sie zu, lassen Sie sich das nicht entgehen. Ihre Hits der 30er und 40er Jahre, jetzt für Sie auf zwei CDs für nur 19,33. Längst vergessene Lieder aus der guten alten Zeit, darunter Hits wie Ich war noch niemals in Moskau. Ich war noch niemals in Moskau, hab es niemals ganz, ganz geschafft. Kam nur bis Stalingrad und dort war's scheiße kalt. Oder Adi Deutscher mit Marmor, Stein und Kruppstahl bricht. Marmor, Stein und Kruppstahl bricht, aber unsere Wehrmacht nicht. Alles, alles geht vorbei, doch ihr bleibt mir treu. Dem immer gefragten Horst Wessel-Lied sowie V2-Raketen im Bauch. Gib mir mein Reich zurück. Ich brauch meine Effer nicht. Gib mir mein Reich zurück, bevor es auseinanderbricht. Und natürlich MC Mengele mit Wein nicht um mich, Argentinien. Wein nicht um mich, Argentinien. Ich werd dich nie verlassen. Ihr könnt mich suchen, bis ihr ganz schwarz seid. Mich kriegt ihr nicht dran, so wie den Eichmann. Bestellen Sie jetzt und bis 5.45 Uhr wird geliefert. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist völlig irrelevant. Wir kommen gleich zur Sache, denn das sind die Breaking News. Berlin. Linkspartei erklärt sich bereit, eine Mauer durch den Plenarsaal zu bauen. Lange hatten sich die Parteien im Plenarsaal darum gezofft, wer nun neben dem Schmuddelkind AfD sitzen soll, beziehungsweise wer es muss. Die Liberalen ließen sich erneut breitschlagen, den Banknachbarn der Blauen zu spielen. Auch wenn sie zuvor von der Linkspartei dafür Applaus bekamen, dass sie nicht bereit waren, noch einmal 4 Jahre lang den Sitznachbarn der AfD zu spielen, weil sie ja dann zeigen, dass sie was gegen Nazis haben. Nun überraschte linken Fraktionschef Dietmar Bartsch alle mit dem Vorschlag, eine Mauer durch den Plenarsaal links entlang der Fraktion der AfD zu errichten. Kritik kam aus den Reihen der anderen Fraktionen, dieses Projekt sei zu kostspielig, ein Sichtschutzzaun täte es auch. Türkei. Attila Hildmann wurde verhaftet. Gestern wurde überraschend das Versteck von Attila Hildmann ausfindig gemacht. Agenten der NWO spürten gestern Abend den Exildiktator Attila Hildmann in seinem Versteck in der Türkei auf. Er wurde in einem eigens ausgehobenen Bunker unter dem örtlichen Gemüseladen eines anatolischen Kaffs der Guten Hoffnung gefunden. In einem Schnellverfahren konnte Attila Hildmann zu 2 Zwangsimpfungen mit AstraZeneca verurteilt werden. Anschließend wurde er von der klingonischen Geheimregierung auf Kronos in Sicherheitsverwahrung genommen. Nur Argentinien erklärte sich bereit, Hildmann Asyl zu gewähren. Die Klingonen wiesen dies bislang ab.
Kommen wir nun zum Wetter und dann geht es weiter im Programm für Sie. Herzlichen Dank, noch einen schönen Abend. Das Wetter wird Ihnen präsentiert oder auch nicht von der Truther Fakultät für Schwurbelei und Bullfug der YouTube University, Google. Heute ist nichts los, noch nicht einmal beim Wetter. Daher gute Nacht und bis bald. So, ich hab's angekündigt. Es ist nun wieder der Moment, wo ich ein paar Fragen, die mir ein paar Zuschauer gegeben haben, um genau zu sein, zwei meiner Zuschauer haben mir Fragen geschickt. Dafür allerdings hat jeder von ihnen gleich mehrere Fragen geschickt, deswegen wird sich das schon ein bisschen ziehen. Auch wenn ich nicht jede Frage davon beantworten kann oder will, weil manche passen jetzt nicht so richtig in dieses Video rein, weil sie entweder zu privat sind oder weil die Antwort irgendwie zu ausschweifend und anekdotenhaft wäre. Aber ich schaue, was ich beantworten kann und wir fangen an mit dem Kommentar von Tanja. Tanja fragt mich als erstes, was ist deine Meinung zu Supernatural der US-Serie? Diese Frage, Tanja, kann ich gleichermaßen beantworten, gleich mit den anderen beiden Fragen, was ich zu anderen TV-Serien sage, nämlich zu Frage 3, was ich von Dexter und was ich von The Flash halte. Dazu kann ich gar nichts sagen. Ich kenne diese Serie nur namentlich. Ich habe diese Serie nie geguckt. Daher bin ich ratlos, was ich darauf antworten soll. Frage 2. Was ist deine Meinung zur Jurassic-Filmreihe? Ich meine die Jurassic Park und die Jurassic World Filme. Boah, also die ersten drei Filme, Jurassic Park, fand ich noch recht gut. Teil 1 ist natürlich der Favorit, weil hier haben sie sich halt was Neues einfallen lassen. Wirklich was Neues. Teil 2, Teil 3 ging auch noch, aber Teil 4, nee. Nee. Teil 4 war einfach bloß ein dummer Abklatsch von Teil 1. Es war im Grunde Teil 1 nur in Scheiße. Warum? Naja, also ich finde es schon ein bisschen einfallslos, eher einen Film zu drehen, in dem Menschen in einen Dinosaurierzoo gehen und dort brechen überraschend durch einen Unfall oder einen Vorfall wieder mal die Dinosaurier und fressen die Besucher. Das ist 1:1 dieselbe Handlung wie im ersten Teil. Und dann aber haben sie sogar in Sachen Dummheit, haben sie wirklich diesem Film einen weiteren Stoß versetzt, weil da haben die dann nicht einfach einen T-Rex oder meinetwegen auch einen Spinosaurus, so wie in Teil 3, als den Hauptbösewicht, sage ich mal, sondern sie haben irgendeinen Fantasie-Dino als Hauptattraktion im Dino-Park, also der sollte die Hauptattraktion in diesem Dino-Park sein, und da denke ich mir, bei dieser Filmhandlung, bei diesem Drehbuch, gibt es in Jurassic World inzwischen in jeder größeren Stadt einen scheiß Dino-Park, weswegen sie so ein kreidezeitliches Frankenstein-Monster brauchen, das sie sich selber im Labor ausgedacht haben, um die Zuschauer hinterm Ofen hervorzulocken oder was? Ey Mann, die haben einen Dino-Park. Ist das nicht Attraktion genug? Ansonsten ist, wie gesagt, die Handlung wie in Teil 1, nur irgendwie haben die ungewollt noch humoristische Elemente, und ich sage ganz bewusst ungewollt humoristische Momente drin, weil dann haben die ja noch diese blöde Szenerie mit dieser Raptor-Gang, die sich dann mit dem Monster auch noch unterhält und mit dem Monster eine Verschwörung gegen die Menschen ausheckt. Da habe ich mir gedacht, okay, ich warte noch drauf, dass einer von den Dinos gleich noch die Fluppe rausholt, der andere holt die Bierflasche raus, der andere den Aschenbecher, und dann quatschen die zusammen. Nein, also dieses Meeting, diese Meeting-Szene zwischen den Dinos, die war so dämlich. Wenn es noch einen Film gibt, der die Dummheit von dem Teil 4 getoppt hat, dann Teil 5, weil da ist mir echt nichts mehr eingefallen. Da haben die schon wieder irgendeinen Fantasy-Dino als Hauptbösewicht, als Leinwandhorror kreiert. Da dachte ich, Jungs, euch fällt auch nichts Neues mehr ein, oder? Und dann ist die Geschichte noch schlechter. Was war das denn für eine Idee, einen Fantasieraptor zu kreieren, der auch aus dem Genlabor stammt in dem Film und der auf einer Auktion verhökert werden soll, und zwar als Waffe fürs Militär. Also als Prototyp fürs Militär. Faszinierend. Ja, wir leben in einem Zeitalter, in dem das Militär noch mit Kampfdrohnen, ABC-Waffen und sonstigen Massenvernichtungswaffen kämpft. Bei so viel antiquiertem Equipment, da brauchen wir unbedingt irgendwelche Killer-Echsen aus der Kreidezeit.
Speziell jetzt im Falle der Ausrüstung unserer Bundeswehr würde ich da eine Ausnahme machen, weil ich glaube, da könnten solche mesozoischen Old-Fashioned-Killer-Echsen doch ein bisschen hilfreicher sein als das, was die so haben. Was für ein Haufen Scheiße. Nee, also bei Teil 4 und bei Teil 5, da habe ich mir gedacht, der Drehbuchautor muss diese Ideen irgendwann nachts bei schwerster Verstopfung auf dem Klo gehabt haben und der hat das Drehbuch dann auch gleich auf dem passenden Papier vorgelegt. Vor allem ist mir dann noch bis heute schleierhaft, wie es dieses 2 Meter Vieh im Teil 5 geschafft hat, in der finalen Szene da im Museum gleich circa ein Dutzend Menschen zu verspachteln. In einer Nacht! Hä? Ein 2 Meter Dino verspachtelt 12 Menschen in einer Nacht. Wenn das Viech nicht im Kampf gefallen und erlegt worden wäre, dann hätte er am nächsten Morgen direkt Verstopfung gehabt. Da wette ich drauf. So gesehen war es aber ganz praktisch, dass der Dino erlegt worden ist, weil sonst hätte der mit Verstopfung am nächsten Morgen das Drehbuch geschrieben. Und das hätten wir alle nicht wollen. So, zu den anderen beiden TV-Serien habe ich ja schon alles gesagt. Frage 5, Frage 6. Vermisst du Thomas und vermisst du Bruder Silvio? Beide mal nö. Und die letzte Frage, Halloween oder Weihnachten? Ganz klar Weihnachten. Halloween ist mir seit Jahren schon so ziemlich Sausage. Ab und zu kostümiere ich mich mal als irgendwas. Ich habe ein paar Kostüme mir vor einiger Zeit zugelegt. Ich habe zum Beispiel so ein Sensenmann-Kostüm. Da laufe ich ein bisschen rum, um ein paar Kinder zu erschrecken. Also nur, indem sie mich sehen, beziehungsweise die fanden das cool. Haben gesagt, hey, cool, Sensenmann. Und sind zu mir her. Ich glaube, das nennt man Nahtoderfahrung. Aber warum nicht? Aber ansonsten ist mir Halloween scheißegal seit Jahren. Weihnachten ist das wahre Fest. Ich feiere zwar nicht wirklich, aber es hat sich in den letzten Jahren bei mir so ergeben, dass ich an Weihnachten immer meine Großeltern besuche. Und das mache ich auch dieses Jahr, besonders dieses Jahr, weil inzwischen ist seit ein paar Wochen ist mein Großvater allein zu Hause und deswegen wird das brauchen, wenn ich auch dieses Jahr wieder zu ihm komme. Also eindeutig Weihnachten. So, jetzt haben wir noch einen Kommentator und dann ist auch schon Schluss für heute. Der zweite Kommentator ist Ori und der hat so einige Fragen, wo ich der Meinung war, dass sie jetzt nicht so gut in ein solches Video passen, weil die Antworten darauf zu anekdotenhaft wären und zu ausschweifend. Aber ich kann trotzdem zu diesem Kommentar insgesamt was sagen und das tue ich hiermit auch mal. Frage 1. Wie war deine Schulzeit und welche Fächer hast du gemocht und welche nicht? Also meine Schulzeit, ich werde jetzt hier keinen Schwank aus meiner Schulzeit erzählen. Das wäre, wie gesagt, zu anekdotenhaft und zu ausschweifend. Meine Leistung war durchwachsen. Meine häufigste Note war eine 3. Ich war also ein mittelmäßiger Schüler. Am liebsten mochte ich in der normalen Schulzeit Geschichte, Kunst, Sozialkunde, Biologie, Physik, Chemie. Und dann später in der Berufsschule hat man auch Ethik. Das mochte ich auch sehr, sehr gerne, weil Ethik war anders als der Religionsunterricht kein bloßes Auswendiglernen, sondern das war einfach zum Selberdenken. Da mussten wir in Ethik, ja, bekamen irgendein Thema vorgesetzt, einen Text und müssten unser eigenes Resümee draus ziehen und unsere eigene Meinung dazu schreiben. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und auch die Prüfungen sahen so aus, dass man einfach bloß gut argumentieren musste und mehr nicht. Frage 2. Was war das erste Thema, mit dem du dich beschäftigt hast, als dein Interesse an wissenschaftlichen und geschichtlichen Themen seinen Anfang nahm? Also mein geschichtliches Interesse fing auch erst an, als ich mich für Politik begann zu interessieren, also als Jugendlicher. Vorher, so im Grundschulalter, haben mich aber natürlich schon Tiere interessiert. Das war natürlich klar, dass das jetzt kommen muss, weil ich glaube, das geht vielen so, dass Kinder mögen Tiere. Es ist so. Oder Autos. Bei mir war es halt dann so, dass ich mich dann auch dafür interessiert habe, wie denn diese Tiere, die es so gibt, dann auch entstanden sind. Also wie diese Welt, diese Fauna und auch die Flora so geworden ist, wie sie geworden ist. Und ich habe halt als Grundschüler, also nicht in der Schule, sondern im Grundschulalter, meine ich, in meiner Freizeit, mich dann schon sehr gerne für Erdgeschichte und Evolution interessiert und natürlich dann auch für die Planeten unseres Sonnensystems. Wobei ich mich damals, ich würde nicht sagen, dass ich mich damals schon wirklich gut bei dem Thema ausgekannt hätte,
Weil ich habe zwar schon als Grundschüler viele Sachen, viele Daten einfach so runterrattern können aus dem FF. Das liegt daran, dass ich mich als Grundschüler gerne hingesetzt habe und Tabellen abgeschrieben habe und auswendig gelernt habe aus Sachbüchern. Heute wird mir sowas gar keinen Spaß mehr machen. Aber damals hatte ich tatsächlich meinen Spaß daran, Sachen auswendig zu lernen, aus Tabellen. Ich würde nicht sagen, dass ich mich damals schon damit ausgekannt habe, weil das war einfach ein reines Faktenauswendiglernen. Das Ergebnis war und das Ergebnis ist, dass ich bis heute jeden Planeten mit Äquatordurchmesser, Abstand zur Sonne und so weiter und so fort auswendig herunterbeten kann. Weil was man damals gelernt hat, das hat man bis heute im Kopf. Genauso habe ich auch damals CD-ROM-Spiele gehabt mit gewissen Texten und Kurzfilmchen zu Planeten und anderen Himmelskörpern. Und ich weiß, dass ich bei einer CD, da gab es so einen schönen Kurzfilm über die Deckungsgeschichte des Neptun und über den Besuch von Voyager 2 am Planeten Neptun. Und ich habe den Wortlaut der Sprecherin in diesem Kurzfilmchen, in dieser Doku, 1:1 auswendig gelernt, obwohl ich viele Sachen damals als 10-Jähriger nicht verstanden habe, wovon die labert. Was die Sprecherin da so alles gesagt hat in der Doku, das habe ich dann später erst begriffen. Aber als 10-Jähriger wusste ich nicht, was es bedeutet, wenn davon gesprochen wird, dass, ich zitiere, Astronomen stellten fest, dass es etwas geben müsse, was sich ihren Beobachtungen entzog. Dass im Raum eine Kraft wirkt, vielleicht ein Himmelskörper, der den Planeten Uranus von seiner berechneten Umlaufbahn abweichen lässt. Zum allerersten Mal in der Geschichte der Astronomie wurde, per Newton'sche Gravitationsgesetze, ein bis dato unbekannter Himmelskörper lokalisiert. Am 23. September 1846 wurde per Schlussfolgerung in einer Entfernung von mehr als 4 489 Millionen Kilometern Entfernung zur Sonne der Planet Neptun entdeckt. Den Satz habe ich von dieser CD auswendig gelernt, weil ich mir den Film so gern angeguckt habe und ich habe erst später begriffen, was da überhaupt geredet wurde. Also um es kurz zu machen, ich habe mich zuerst für Tiere, für Pflanzen, dann natürlich für Evolutionsbiologie, Erdgeschichte und Astronomie interessiert. Geschichte und Politik kamen erst später und Philosophie noch später. Dafür interessiere ich mich erst, seitdem ich 18 bin. Bei Geschichte war es so ähnlich wie bei den Naturwissenschaften. Auch Geschichte habe ich angefangen, erst einmal durch stures Auswendiglernen von Daten zu lernen. Also ich habe ein Datum gehört und konnte wie aus der Pistole geschossen sagen, was da passiert ist. Aber dass ich irgendwelche Texte über Geschichte schreiben kann oder dass ich irgendwelche Biografien mit Zusammenhängen, mit Erklärungen, wie es dazu und dazu kam, schreiben kann, das hätte ich damals noch nicht können. Genauso wenig, wie ich damals hätte die Astrophysik hinter der Astronomie hätte erklären können, auch das kam erst später. Frage 3. Gibt es Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben, seien es Promis, Politiker oder generell Menschen, die in der Öffentlichkeit auftreten, die du als Vorbild siehst? Also die Frage kann ich kurz und knapp beantworten. Nein. Nein, ich will keine Vorbilder haben. Was nicht bedeutet, dass ich nicht irgendwelche Personen hätte, die ich in manchen Bereichen inspirierend finde. Es gibt Personen, die ich beeindruckend finde von dem, was sie getan haben und wie sie denken. Über ein paar von diesen Personen habe ich ja sogar Videos gemacht, weil ich sie beeindruckend finde. Aber Vorbilder sind sie nicht. Und erstens einmal sehe ich historische Persönlichkeiten nicht als Vorbilder, weil wer bin ich, dass ich... Ich kann nicht sagen, irgendeine Person, die eine historische Leistung vollbracht hat, sei mein Vorbild, weil das wäre schon ein bisschen sehr lächerlich. So beeindruckend ich manche Persönlichkeiten finde, ich will keine von diesen Personen imitieren. Ich habe nicht vor, sie nachzuahmen. Ich will keine Kopie von jemandem sein. Und deshalb sehe ich auch keinen von denen als mein Vorbild. Diese Personen sind schön und gut, so wie sie sind. In vielen Bereichen, in anderen Bereichen nicht. Sie sind sie und ich bin ich. Frage 4. Womit beschäftigst du dich noch in deiner Freizeit? Von Dokus, YouTube und Kochen mal abgesehen. Lesen, Netflix, Amazon Prime glotzen, Nachtspaziergänge, Sterne gucken. Ich habe ein eigenes Teleskop, durch das ich das machen kann. Oh, und was ich noch gern mache, was ich aber schon länger nicht mehr gemacht habe, ist Zeichnen. Also entweder mit Bleistift oder auch mit Acryl auf Leinwand. Frage 5 und damit wären wir auch schon am Ende. Welche Eigenschaften schätzt du sehr und welche findest du abstoßend?
An der Stelle muss ich mich entschuldigen, weil diese Frage kann ich nur, die könnte ich jetzt so beantworten, dass sie eigentlich auf jeden anderen auch zuträfe. Ich meine, wenn ich jetzt sage, ich mag es nicht, wenn Leute irgendwie zu schwarz-weiß denken oder so. Das, ich glaube, das würde jeder sagen. Ich kann jetzt hier keine Antworten geben, die nicht jeder andere auch gibt. Also, nee, also bei der Frage muss ich passen. Da fällt mir jetzt nichts Originelles, nichts ein, was jetzt speziell ich auf diese Frage antworten könnte, was nicht genauso gut ein Allgemeinplätzchen wäre. Damit, Freunde, wäre das auch schon wieder heute alles gewesen? Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Es freut mich, dass ihr mir so treu seid seit einigen Jahren. Manche sind ja schon länger dabei. Solche Leute wie Ori, solche Leute wie Jörn und tut mir leid, ich kann jetzt nicht alle nennen. Ihr wisst auch so, wen ich meine und es freut mich aber auch um jeden, der dazukommt und der sagt, hey, das ziehe ich mir gerne rein oder hey, das ist mal was, was man sich am Abend gönnen kann. Ich wäre mit diesem Video jetzt am Ende. Ich hoffe, ihr seid noch nicht am Ende, sondern ihr genießt das Wochenende. Wir hören uns wie üblich in ein paar Tagen wieder. Und danke, dass es inzwischen so viele von euch sind. Also für diesen kleinen Kanal sind 700 ganz nice. Auf euch, Freunde. Habt Dank für die Zeit, die ich mit euch verplaudert hab, und für eure Geduld, wenn's mehr als eine Meinung gab. Dafür, dass ihr nie fragt, wann ich komm oder geh, für die stets offene Tür, in der ich jetzt steh. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.